Hallo, meine lieben Juicies. Schön, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Juicy Time. Ja, meine Lieben, es ist wieder Zeit für Color of the Month August. Willkommen zurück, meine Lieben. Erstmal ein herzliches Willkommen an den neuen Abonnenten. Schön, dass ihr hergefunden habt. Und an meine alten Abonnenten natürlich. Natürlich auch an den neuen. Und an alle anderen, die zuschauen, ebenfalls. Und wenn du noch nicht diesen Kanal abonniert haben solltest. Und Make-up liebst, so wie wir das hier in dieser kleinen Juicy Immunity tun, dann gib diesen, ja, das kannst du auch tun, diesem Video einen Daumen nach oben geben oder diesem, ja, okay, wir lassen es. Abonnier diesen Kanal, push the button und werde ein Teil dieser Juicy Immunity Family. Ja, meine Lieben, heute ist wieder Color of the Month August und ich stehe ja kurz vor dem Urlaub. Ja, und ich habe gleich nicht eine, sondern drei Paletten hier stehen, die wir gleich benutzen werden. Nochmal kurzer Disclaimer zu unserem Gewinnspiel. Wie ihr mitbekommen habt, gab es letzte Woche kein Video. Ich hatte angefangen zu drehen und es war brüllend heiß, sodass mir alles zerlaufen ist. Es war unmöglich zu drehen. Ich wohne ja hier unter dem Dach und es ist nochmal wärmer. Und von daher seht es mir nach. Verzeiht mir, ich habe versprochen, es kommt wieder Routine rein. Die wird es jetzt auch wieder geben. Danach kam noch mein Auto, das musste in die Werkstatt. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich ein andermal. Das ist noch aus meinem Urlaub aus Nordmazedonien. Da ist mir etwas passiert, worüber ich bis jetzt noch nicht reden konnte, wollte. Ich kann mal dazu eine Storytime machen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Genau. So, wo haben wir das schöne Päckchen? Einen Moment, ich bin sofort wieder zurück. Und da bin ich auch wieder zurück. Und hier haben wir dieses Päckchen mit allerlei Inhalt. Jede Menge. Zwei Lidschattenpaletten. Wir haben Lipgloss. Wir haben Lip Liner. Wir haben zwei High-End-Produkte. Wer meine Videos geschaut hat, weiß, was es ist. Wir haben ein Primer. Wir haben Foundation, Blush und eine Face-Palette. Also allerhand. Folgende Frage müsst ihr beantworten. Die Auflösung folgt am Sonntag und das Paket wird schon am spätestens Dienstag verschickt, da ich Mittwochmorgen schon im Urlaub fahre. Ihr müsst folgende Frage beantworten. Was war the color of the month July? Schreibt es mir in die Kommentare, in diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und ihr müsst natürlich den Kanal abonniert haben. Ja, bis Sonntag. Sonntag kommt die Auflösung. Also jetzt nochmal reinhauen. Genau, meine Lieben, jetzt gehen wir weiter zu Color of the Month August. Und hier habe ich mir was Besonderes einfallen lassen, was ich als schönen Trend sehe für den August. Bevor wir loslegen, sage ich euch, womit ich diese Base geschminkt habe. Und dafür habe ich benutzt den Primer von Trend It Up DM, der Magic Face Perfection Cream. Eine leichte Deckkraft mit Niacinamide. Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. Das ist dieser hier. Ja, es ist eigentlich eine Creme, eine ganz leichte Creme. Mag ich sehr, benutze ich gerade sehr gerne, weil sie sehr leicht ist für den Sommer. Perfekt. Hat so ein ganz leichtes Pigment, schafft so einen leichten Filter. Und hat noch einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. Den spüre ich nur ganz leicht schon an meinen Augen. Ja, halte ich jetzt nicht so viel von. Wer mich kennt, weiß das. Aber an sich ein nices Produkt, benutze ich sehr gerne. Und als nächstes habe ich benutzt Foundation von Morphe. Das ist die Light From Foundation und in der Farbe Light 06C. Genau. Dann habe ich benutzt nochmal den Magic Filter von Essence.
Der Glow Booster. Ups. Und als Concealer habe ich benutzt natürlich den von Too Faced, der Multi-Use Sculpting Concealer in der Farbe Seychelles. Na, stell die Kamera hier scharf, oder? Sollte es. Ja, auf jeden Fall in der Farbe Seychelles. Als dunklen Concealer und drüber habe ich gegeben den von Kiwi, nee, von Glossier. Von Glossier. Und den mag ich sehr, sehr. Als Setting Powder, wie gewohnt, das Go Flawless Wonder Melon Setting Powder von Max & Moore. Und des Weiteren habe ich benutzt den Cream Concealer von Catrice. Ja, und zu diesem Produkt hat mich hier eine liebe Zuschauerin aufmerksam gemacht. Ich hatte in der Review gesagt, dass das für den Body ist. Als ich dieses Produkt gekauft habe, war das so neu, dass da noch nicht viel Beschreibung gab. Und ich meine, bei Catrice auf der Seite gelesen zu haben, dass das für den Body ist. Jetzt habe ich aber gelesen bei purish.com, dass es für das Gesicht ist. Dafür benutze ich es auch. Ist auch ganz gut, sitzt allerdings ein bisschen auf der Haut. Das gleiche hatte ich ja auch von BH Cosmetics. Das sitzt noch mehr auf der Haut. Sprich, wenn man sich dann so abstützt, hat man das schon an den Fingern. Es lässt sich also nicht so gut in die Haut einarbeiten. Aber das ist noch mal besser als das von BH Cosmetics. Und daher gefällt mir ganz gut. Ist vielleicht ein bisschen mehr für die kälteren Tage als für die wärmeren Tage. Ja, das ist so der Kritikpunkt. Ich habe auch versucht, das zu setten. Trotzdem trägt sich das ab, weil es einfach auf der Haut sitzt und nicht in die Haut eingearbeitet wird. Gut. Ja, kann man machen. Ich mache es derzeit. Ich benutze ihn. Gefällt mir ganz gut. Schafft eine schöne Wärme ins Gesicht. Einen schönen Sunkiss-It und von daher von mir trotzdem eine Empfehlung. Mir gefällt es. Ich nutze es weiterhin. Wie gesagt, sorry für die falsche Info, nicht für den Body, sondern für das Gesicht. So, ich hoffe, somit haben wir das klargestellt. Ja, und dann habe ich natürlich noch benutzt von der Face Palette von Beauty Bay den Bronzer. Und sonst habe ich bis jetzt noch nichts benutzt. Genau. Dann machen wir uns schon mal an den Start, was die Augen angeht, denn sie sind noch vollkommen frei von allem. Und hier habe ich gewählt als erstes, wie gesagt, ich habe drei Paletten im Petto. Als erste Palette die von Be Perfect Carnival All Stars von Stacy Marie. Habt ihr jetzt schon zu Genüge gesehen? Haben wir so, so oft ja, gereviewt und in vielen, vielen Trending, ja. Trend Colors benutzt. Ja, bei der Farbvielfalt kein Wunder, denn hier ist alles drin, was man braucht für einen Sommerlook. Genau, und heute habe ich mich entschieden für diesen Ton hier oben, und der nennt sich Pinky. Und so wird auch der Look heute. Perfekt für den Monat August, wie ich finde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom pinken Lidschatten hält. Genau. So, ich habe den Pinsel hier von Anastasia Beverly Hills von der Soft Glam Palette. Den liebe ich. Und ich gehe mal hier ganz leicht ins Fändchen. Und bevor wir starten, würde ich sagen, ändern wir den Blickwinkel. Und damit ihr auch alles schön hautnah erleben könnt und sehen könnt, was hier so geschieht und wie hier gearbeitet wird, sehen wir uns gleich von einem anderen Blickwinkel. So, meine Lieben, jetzt seid ihr wieder ganz nah am Geschehen dran. Und wie ihr seht, ich bin very glowy. Es ist genauso brüllend heiß. Nicht so ganz heiß wie letzte Woche Wochenende. Aber auf jeden Fall schon sehr heiß. Und wir benutzen, wie gesagt, Pinky. Das ist der hier. Nee, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir benutzen erstmal eine andere Palette, und zwar die von Fat Factory, die
28 Colors Face Palette, diese hier, von Action tatsächlich, die hier mit diesen zwei Fächern daherkommt. Auch eine riesen Auswahl. Und hier habe ich gewählt diesen Barbie Pink zum als Transition Shade. Und den gebe ich mir jetzt hier in die Lidfalte ein, den arbeite ich jetzt schön ein. Ist super geeignet für einen Transition Shade. Ja, deswegen liebe ich diese Videos, weil man einfach nochmal die ganzen Sachen nochmal besser ausprobieren kann. Man hat nochmal die Möglichkeit, andere Looks damit zu schminken, zu gucken, wie verhalten sich andere Shades, wie ist die Formulierung und wie ihr seht, ein schönes Pigment, nicht zu stark, wie es sich halt gehört für einen Transition Shade. Und ich würde sagen, ich klemme mir mal die Haare so ein bisschen hinter das Ohr. Und ihr könnt alles sehen. Ganz cute, gefällt mir richtig gut, so wie ich es mir vorgestellt habe. Den benutzen wir auch gleich nochmal, und zwar zum Ausblenden. Ich würde sagen, das reicht so fürs Erste. Und jetzt kommen wir wieder zu der Be Perfect Palette. Und dann nehmen wir jetzt tatsächlich Pinky. Gehen wir hier rein. Ich muss schon sagen, die Shades von der Palette von Be Perfect ist so, so schön pigmentiert und eine super tolle Formulierung. Die Shades arbeiten schon für einen mit, die lassen sich super gut verblenden. Jetzt schaut euch mal diese Intensität an, ein Träumchen. So, und dann geben wir uns das noch ein bisschen hier und hier. So, und das Ganze verblenden wir jetzt erstmal. Das ist schon very, very pinky. Aber das wollen wir ja auch. Ja, meine Lieben, was gibt es bei mir? Bei mir steht der Urlaub an. Heute ist Montag. Morgen, nee, am Mittwoch muss mein Auto fertig sein. Also so hat man es mir jetzt mitgeteilt. Ich hatte einen leichten Blechschaden. Das ist mir passiert in Nordmazedonien auf der Rückfahrt. Leider, leider. Wie gesagt, wie das entstanden ist, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich mache da draußen eine kleine Storytime. Ich konnte darüber einfach nicht reden, warum und weshalb, werde ich euch natürlich dann auch erklären. Und ja, auf jeden Fall habe ich eine straffe Woche vor mir. Ich muss noch Videos vordrehen. Ich werde sehr wahrscheinlich ein Video in Italien drehen, versuchen zu drehen. Ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten dort sein wird, ob das möglich sein wird. Ja, wie ihr seht, lässt sich super verblenden. Sehr, sehr schön. Ein wunderschönes Pinky. Genau. Und jetzt blenden wir das Ganze nochmal aus mit dem Barbie Pink. Mit diesem hier. Und da weiß ich auch schon genau, welcher Blush hier perfekt matcht. Könnt ihr euch schon denken, welcher das ist? Dann schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Aber bitte, bevor ihr das jetzt gesehen habt, also genau jetzt, ja, Urlaub steht an, Italien, Toskana, und ich freue mich riesig.
Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf einen Vacation-Vlog. Eine Zuschauerin, die liebe die Lara, hat schon kommentiert und wünscht sich einen. Wie sieht es mit euch aus? Oder sagt ihr, nee, kein Bock, mich interessiert nur Make-up. Klar wird es da auch um Make-up gehen. Sehr, sehr schön. So, und ich würde sagen, das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Da gehe ich wieder in Pinky rein. Dann seht ihr den Bronzer, den Bronzer. Also er macht schon wirklich einen schönen glowy Look. Hier schwitze ich schon und genau das ist das Problem, seht ihr das? Diese helle Stelle. Er trägt sich dann natürlich ab. Ja. Ist soweit ein gutes Produkt, aber ein perfektes Produkt ist es jetzt noch nicht. Ja. So, jetzt gehen wir uns das auch nochmal hier unten. Und jetzt verblenden wir das Ganze. Ein schöner bärriger Ton. Ah, ich habe im Übrigen vergessen, auch noch zu zeigen, die Mascara von Sunkisser. Sunkissed? Ja, Sunkissed. Das ist diese hier. Und das ist die Curls Flex Mascara Waterproof. Ja, leider schmiert diese Mascara des Todes. Das kann man hier auch schon, glaube ich, ein bisschen sehen. Und es wird dann im Laufe der Zeit auch noch viel schlimmer. Also ich habe derzeit wirklich Probleme, eine gute Mascara, die volle Wimpern, lange Wimpern schafft, zu finden. Habt ihr da mal Tipps? Also die von L'Oreal, die hatte ich schon probiert. Ganz schlimme Inhaltsstoffe drin. Was kann man auch von L'Oreal anderes erwarten? Leider. Ja, wenn ihr sonst gute Tipps habt, schreibt mir das gerne mal auch in die Kommentare. Denn ich struggle gerade wirklich mit Mascara. Ich habe so viele ausprobiert. Ja, wie ihr seht, lässt sich es super verblenden. Und jetzt blenden wir es nochmal aus mit dem Barbie Pink aus der Action Palette. Ja, wenn ihr gute Tipps habt für gute Mascaras, die schöne lange Wimpern, volle Wimpern zaubern, dann haut in die Tasten. Ich brauche Experience. Inspirience? Experience? Okay, wow. Ja, so, jetzt haben wir das schön ausgeblendet. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Für unter das Auge würde ich Pinky und dieses Barbie Pink mischen. Ich gehe ganz leicht in Pinky rein und dafür stärker in Barbie Pink. Ja, die Pigmentierung von Be Perfect ist natürlich stärker und kommt hier auch stärker durch, ganz klar. Sieht aber sehr, sehr cute aus, finde ich. Ich tippe hier noch einmal rein, gehe wieder in dieses Pink rein. In dieses Barbie Pink. Gefällt mir ganz gut. Very, very cute. So, jetzt brauchen wir noch mal kurz Concealer. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen diesmal keinen Concealer.
Und zwar habe ich hier die Palette mir rausgesucht von Fab Factory Action, also von Action von Fab Factory, die Glitterpalette, die ja super angekommen ist bei euch. Es blendet. Die sieht so aus. Und ich habe mich hier natürlich entschieden für diesen Jelly Holographic Look Shade. Der ist also schon so gelig. Und den gebe ich mir jetzt hier in die Mitte. Wow. Einfach nur ein Träumchen. Genau so habe ich mir diesen Look auch vorgestellt. Wunderschön. Und trotzdem sehr zart, finde ich. Nicht so aufdringlich pink. Obwohl ich mir so Nieren auch mega gut vorstellen könnte. Ich würde sagen, wir lassen das so. So, für den Inner Corner nehmen wir erstmal den Pinsel. Nehmen wir diesen festgebundenen schrägen Pinsel. Und für den Inner Corner nehmen wir die andere Palette. Und hier ist die Auswahl ein bisschen größer. Würde ich exactly diesen Metallic Shade wählen. Der schimmert sehr, sehr schön. Wow. Wunderschön. Very nice, gefällt mir richtig gut. Ja, und so hätten wir jetzt diesen Look geschminkt. Ich finde ihn sehr, sehr schön, nicht aufdringlich und trotzdem so bärig, so Himbeer. Ich würde sagen, ich gebe mir jetzt ein bisschen Eyeliner drauf und tusche mir noch ein bisschen stärker die Wimpern und bin sofort wieder zurück mit den Lippen. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück. Wimpern sind getuscht, Eyeliner ist drauf. Wie ich finde, ein sehr, sehr cuter Look bis hierhin. Jetzt machen wir die Lippe. Und dafür benutze ich den Sliding Glide von Trend It Up. Und das ist die Farbe. Kann man schon leider nicht mehr erkennen. Es müsste die 103 sein. Ist ein Braun mit einem rötlichen Stich. Ich versuche mir den nur ganz leicht drauf zu geben, weil ich jetzt mit einer helleren Farbe arbeiten möchte. Und zwar habe ich als Lippe mir rausgesucht dieses wunderschöne Packaging, habt ihr schon bei mir gesehen, vom Beauty Bay. Lip. Lipstick. Ein wunderschönes Packaging, liebe ich, und die Farbe umso mehr.
Das ist der hier. So sieht der aus. Wunder, wunderschön. Und das ist die Farbe Bikini. Und was kann natürlich besser passen als Bikini? In einem matten, wunderschönen Peach. Ja, meine Lieben. Und das ist der fertige Look. Wunder, wunderschön. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ich stelle euch noch mal ein bisschen nach hinten, dass ihr es auch ein bisschen von der Ferne bewundern könnt, betrachten könnt. Und würde sagen, bis gleich von einem anderen Blickwinkel. Und hier bin ich aus einem anderen Blickwinkel und das ist der Look. Ich finde es mega schön. Genau das Richtige für August. Für jeden Anlass einfach mega. Ja, was wir aber noch brauchen, unbedingt brauchen, ist Blush. Und wie schon eingangs gesagt, was kann es anderes sein als natürlich vom Beauty Bay dieser neonpinke Blush. Und den geben wir uns jetzt drauf. Einfach zwei kleine Dots. Der ist super pigmentiert. Ein bisschen auf den Nasenrücken. Und das Ganze verblenden wir jetzt. Das macht den Look noch richtig, also das heißt noch, es macht den Look auf jeden Fall fancy. Wunderschön. Und schaut mal, wie pigmentiert der ist. Wirklich der krasseste Blush, der so pigmentiert ist. Man braucht wirklich nur ganz wenig von. Und den Nasenrücken. Ja, meine Lieben. Und das ist der fertige Look. Color of the Month August. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Highlighter. Ich nehme diesen Champagnergold hier von Beauty Bay und mache mir das nur ganz leicht auf die Nase und auf den Nasenrücken. Ein bisschen hier und ein bisschen da mit dem Finger. Und et voilà, fertig ist der Look. Ja, meine Lieben, das ist der Look. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Ein toller August-Sommer-Look für jeden Anlass. Und ich würde sagen, wenn euch dieser Look gefällt, gebt mal diesem Video einen Daumen nach oben. Und ja, abonniert den Kanal, denn es kommt jetzt. Als nächstes Video habe ich wieder richtig zugeschlagen. Zwei Limited Editions und ein bisschen mehr noch. Dieser Shopping Haul folgt nach diesem Video. Daher solltest du diesen Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, um uns bald wiederzusehen, damit du benachrichtigt wirst, wenn es hier neue Videos gibt. Ja, meine Lieben, hat mich mega gefreut. Bis zum nächsten Video, das am Donnerstag kommen wird. Und bis dahin, eure Gina Juicy. Bye!